Allein die herausragende Anime-Adaption des Mangas Ping Pong unter der Regie von Masaaki Iwasa sollte eigentlich Interesse an den Originalwerken von Taiyo Matsumoto bei euch geweckt haben. Zwar habe ich beileibe noch nicht alle seiner Mangas gelesen, jedoch hinterließen all jene Titel, die ich las, bei mir einen bleibenden Eindruck. Im Manga Hana Otoko, über den ich in diesem kurzen Video sprechen möchte und der nicht nur mit seinen grandiosen Zeichnungen zu bestechen weiß, ergriff mich insbesondere eine kurze Antwort einer Figur aus dem 28. Kapitel und fügte meiner bisherigen Wahrnehmung noch zusätzlich etwas hinzu, was ich als einen vom Mangaka bewusst herbeigeführten Bruch mit der innerfiktionalen Realität bezeichnen würde. Der 8-jährige Shigeo Hanada, der während der Sommerferien bei seinem alleinlebenden und Baseball abgöttisch liebenden Vater Hanao Hanada einzieht, erfährt dieses Zusammenleben als einen drastischen Einschnitt seines vorherigen Lebens. Unter anderem auch, dass sich innerhalb von wenigen Panels Shigeo als der vernünftigere, respektive erwachsenere der beiden herausstellt. Diese kurze Antwort, die von Hanao Hanada stammt und die lediglich ein Satz in einer Konversation zwischen Vater und Sohn ist, wird bereits im 27. Kapitel narrativ aufgebaut. Im Zusammentreffen der beiden Weltanschauungen von Sohn und Vater wünscht sich Shigeo, dass sein Vater endlich in der Realität erwachen würde, nur um sodann im 28. Kapitel des Mangas selbst zu erwachen, mit einem Vater, der als vielbeschäftigter Geschäftsmann nicht einmal die Zeit hat, sich den Traum seines Sohns zur Gänze anzuhören. Stattdessen verweist er mit seiner lapidaren Antwort: "Dies sind Dinge, die du mit Freud oder Jung und nicht mit mir diskutieren solltest", auf die psychoanalytische Traumdeutung und zieht sich damit aus aller Verantwortung. Im Fortgang dieses Kapitels, das zunächst zeigt, dass der Vater keinerlei Zeit für den Sohn hat und sich an seiner Stadt ein Butler um die Belange von Shigeo kümmern soll, wird sich allerdings herausstellen, dass eben diese Welt, die Hanao Hanada als Geschäftsmann illustriert, der tatsächliche Traum ist und Shigeos Vater immer noch jener in den Tag hinein lebende Mann, für den nur Baseball wichtig zu sein scheint. Dadurch, dass Hanao Hanadas Antwort den Traum seines Sohns als eine Wunscherfüllung kenntlich werden lässt, wird zum einen ersichtlich, dass hier Traum und Realität in doppelter Weise sich spiegeln und gewissermaßen das ersehnte Pendant des anderen manifestieren, sei es bezüglich dem Geld sowie vernunftorientierten Verhalten des Vaters oder aber dessen Möglichkeit, sich Zeit für seinen Sohn und dessen Interessen zu nehmen. Oder zum anderen der Umstand, dass es nicht Hanao Hanada ist, sondern sein Sohn Shigeo, der in diesem Fall in der Realität erwacht und dem durch diesen erträumten Bruch der alltäglichen Kontinuität ein gewandeltes Verständnis zu seinem Vater offensichtlich zu werden beginnt. Gerade diese Vielschichtigkeit, wie auch die hierdurch trefflich sichtbar werdende Entwicklung der beiden Hauptfiguren, ist es, die dafür gesorgt hat, dass die daran anschließenden Kapitel eine solche Wirkung auf mich beim Lesen entfalten konnten.